Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und hören 6 mal 7 Minuten Nachwuchswissenschaftler. Wir haben also 6 Nachwuchswissenschaftler aus den unterschiedlichsten Fachbereichen, aus den unterschiedlichsten Ländern, die unter anderem von den Research-Partnern vorgeschlagen wurden, aber auch von anderen Hochschulen vorgeschlagen wurden, dass sie hier ihre Forschung oder ihren Stand der Forschung vorstellen können. Wir haben das Ganze alphabetisch sortiert. Es gibt also keine inhaltliche Reihenfolge, sondern einfach nur eine alphabetische Reihenfolge. Und ich fange einfach mal mit dem ersten Beitrag an. Wir werden das so machen, dass die Damen und Herren 7 Minuten Zeit haben. Wir haben ja so einen Countdown. Ich setze mich hiermit auf die Bühne, sodass ich nah dran bin, um zu intervenieren. Und als alles Erste haben wir Linda Brieder. Sie ist Drehbuchautorin, hat in den USA promoviert jetzt in Deutschland an der Filmuni Babelsberg, hat aber lange in den USA gelebt und auch dort gearbeitet. Und ich bin gespannt, was passiert. Linda Brieder. Genau, danke schön. Ich gucke mal ganz kurz, dass ich mein erstes Slide kriege. Super. Ich promoviere zum Thema Storytelling in VR. Wer noch keine Erfahrung hat mit Virtual Reality, kann es hier direkt ausprobieren gleich. Und zwar gucke ich mir an, was passiert, wenn der Zuschauer plötzlich zum Nutzer wird. Das heißt, wenn der Zuschauer sich eine Brille aufsetzt und sich dann mit dieser Welt interagieren kann und wirklich auch eine Stimme hat und eben Teil dieser Welt wird. Und was passiert vor allem mit den narrativen Strukturen? Also wie viel Freiraum gibt man dem Nutzer, wie oft muss man den Nutzer lenken, damit er eben auch wichtige Elemente der Story mitbekommt. Ich habe euch jetzt mal eine der Fragen, es gibt natürlich wahnsinnig viele Fragen der Narrativen, eine der Fragen ist, wer bin ich überhaupt in der VR-Welt, ich als Nutzer? Da habe ich jetzt mal ein paar Beispiele von VR-Sachen, die es im Moment gibt, einfach mal, dass man da mal reinschnuppern kann, und zwar in We Wait. Da ist man ein Flüchtling im Boot mit anderen Flüchtlingen und die Leute sind relativ nah an einem dran, das heißt, man hat auch wirklich das Gefühl, man sitzt da mit denen in dem Boot, der Junge vor einem reagiert auf einen, wenn man ihn anguckt, guckt er ein bisschen weg, ist schüchtern, versteckt sich bei der Mutter. Dann My Brother's Keeper, man hat bei We Wait hat man einen Körper, man kann runtergucken und sieht, man hat eine Hose an, man hat also einen Körper. In My Brother's Keeper hat man keinen Körper. Man wird auch nicht beachtet von irgendjemand von den Schauspielern, die gucken immer an einem vorbei. Es gibt Momente, wo man denkt, man muss jetzt angeguckt werden, man wird aber nicht angeguckt, funktioniert aber trotzdem gut. In Invasion hat man auch keinen Körper, aber dieses Kaninchen kommt auf einen zu und schnuppert und guckt einen an und das ist so ein bisschen, also ich glaube, ich hatte noch nie so eine Angst vor einem Kaninchen, weil es so nahe gekommen ist. Dann in VR Porn hat man auf jeden Fall einen Körper. Narrativ kann man sich nicht viel davon abgucken, außer dass es halt spannend ist, wenn man Mann ist und plötzlich im Frauenkörper ist oder andersrum. Kann sehr spannend sein. Dann I, Philip, da guckt man sich runter und man sieht Code, man ist ein Computer. Und es gibt eine schöne Szene, wo diese Leute ähnlich wie hier und ich bin der Computer und ich stehe hier und die Leute gucken mich an und sagen, ist das denn intelligent, dieses Wesen? Und man steht da und man kann nichts sagen, man denkt, ja, bin ich eigentlich schon. Aber es ist sehr spannend, dass man in diese Rolle reinschlüpfen kann. The Art of Patron, ich glaube, ist eine Werbung für Whisky. Korrigiert mich, ich glaube, es ist Whisky. Da schlüpft man in den Körper einer Biene und kann dann über dieses Anwesen und kann sehen, wie dieser Whisky eben gemacht wird. Hier vorne kann man die Perspektive von einem Frosch oder einem Krokodil einnehmen. Auch sehr spannend, macht das unbedingt. Dann in Catatonic, das ist ein Horrorfilm, was da interessant narrativ gelöst ist, dass man erst in einem Fahrstuhl ist und man sieht nichts, was interessant ist, guckt an sich runter und man sieht, man ist in so einem Rollstuhl festgebunden und man wird geschoben. Was da super ist, ist, einem wird nicht schlecht. Normalerweise hat man oft das Problem, wenn man sich bewegt, dass einem schlecht wird. Da wird einem nicht schlecht, weil man einen Grund hat dafür, dass man sich bewegt, ohne sich selber wirklich zu bewegen. In Sergeant James ist man ein Monster unterm Bett von einem Kind. Man sieht dieses Kind, was in das Bett springt und sagt, Mama, Mama, da ist ein Monster unter meinem Bett. Und diese Mama kommt rein und man hofft, dass diese Mama einem nicht entdeckt, weil man Angst hat, man wird jetzt als Monster entdeckt. Also sehr spannende Beispiele. Es gibt natürlich 1000 mehr. Also ich überlege mir eben, ist man Protagonist, ist man Nebenfigur, ist man einfach Beobachter in der VR-Welt?
Hat man eine lineare Story, die man erzählt bekommt, oder gibt es ein Netz von Geschichten, wo ich mich entscheiden kann und eben eine Version erleben kann, wie in Entscheide-Selbst-Büchern oder immersiven Theaterstücken wie Sleep No More in New York. Ich bin großer Fan, wer in New York ist, muss Sleep No More sehen, wo eine ganze Welt erschaffen wurde, wo man halt verschiedene Storys entdecken kann. Genau, andere Sachen sind eben Schnitt. Wie schneidet man innerhalb von einem Raum? Im Film sind wir es gewöhnt, ganz schnelle Schnitte von der Nahaufnahme auf die Weite. In VR stellt man eher die Kamera an einem Platz und lässt dann die Schauspieler drumherum sich bewegen, weil es sonst wie ein Jump-Cut wirkt. Es wirkt komisch. Genau, dann Sound natürlich, Spatial Sound. Man hat plötzlich von allen Seiten Sound. Wenn ich mich bewege, hört sich das anders an. Wenn ich mich jetzt hier wegbewege, hört sich das auch sehr anders an. Genau, dann das Vorher, Nachher. Wie geht der Nutzer in diese Erfahrung rein? Also was wird ihm gesagt, narrativ? Und zum Schluss, wie kommt er wieder raus? Habe ich einen großen Raum, wo alle Leute mich angucken und sagen, ah, wie war's? Oder habe ich eher einen dunklen Raum, wo ich erstmal in Ruhe verdauen kann, was ich da überhaupt gesehen habe und erlebt habe? Weil in VR, man hat ein Erlebnis. Es ist nicht wirklich, man hat es nicht gesehen, man ist mittendrin, man hat es erlebt. Und deswegen muss man auch vorsichtig sein, gerade mit so Horror-Stories oder sonst was. Oder Kriegsgeschichten und sowas. Also, genau. Dann, ich mache ja eine wissenschaftlich-künstlerische Promotion. Das heißt, ich mache auch ein künstlerisches Projekt. Das ist Into the Red VR. Wir wollen die ersten Mars-Reiseanbieter sein, sind also der NASA um Jahre voraus. Und man merkt ziemlich schnell, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Mars-Mission handelt, sondern um die Reise in die Psyche der vermissten Crewmitglieder. Hier machen wir drehen 360-Grad-Video, bauen aber auch die Welten, also eine neue Erfahrung für mich auch, dass ich nicht mehr mit meinen Schauspielern und Kamera und sowas am Set bin, sondern ich sitze mit jemandem vom Computer und der baut mir das und ich kann die Brille aufsetzen und gucke, ah, da fehlt mir ein Bild und eigentlich brauche ich da einen Vogel und sonst was. Dann drehen wir volumetrisches Video im VoloCap in Babelsberg, das gerade eröffnet hat, wo man einen Schauspieler in die Mitte stellt und von allen Seiten hat man 36 Kameras und Lichter und man nimmt eben ein Image von einem Schauspieler auf, den man in diese virtuellen Welten reinstellen kann, sodass man von allen Seiten den Schauspieler sehen kann. Genau, also ein bisschen aufwendig, auch ein bisschen neu, also für viele Leute, die da mitmachen, die fangen gerade erst an, aber gerade deswegen ist es wahnsinnig spannend, da jetzt Recherche zu machen, weil man noch so wahnsinnig viel bewegen kann und weil alles noch neu ist und weil noch so viele Fragen offen sind und gerade in der narrativen Ebene wissen viele noch nicht so ganz, wie man es angeht und deswegen kann man gerade jetzt wahnsinnig viel bewegen. Genau, wir sind vom Medienboard gesponsert, also die haben da uns genügend Geld gegeben, damit wir auch im VoloCap drehen können. Genau, wer Fragen hat, ich bleibe wahrscheinlich nicht ganz so lange, weil ich meine Kinder übernehmen muss, aber gerne auf mich zukommen und bei Fragen, Ideen, was auch immer, gerne auf mich zukommen. Super, Dankeschön. Danke. Perfekt, herzlichen Dank an Linda Brieder. Wir machen weiter mit Nele Gröger, auch aus Deutschland, Texterin und Mitentwicklerin der Shitshow. Sie ist Stipendiatin des Berliner Start-up-Stipendiums der Universität der Künste. Nele Gröger. Dankeschön, jetzt muss ich einmal hier das auf kleine Menschen einstellen. Es bleibt immersiv, es wird allerdings viel analoger. Ich klicke einmal weiter zu meiner ersten Folie oder besser gesagt nicht zu der ersten Folie. Ich will gerne mit einer Frage einsteigen, allerdings eine rhetorische, weil wir keine Zeit haben, die zu beantworten und ich sie selber beantworten will. Was haben dieser Code und dieses Objekt miteinander gemein? Ich antworte. Beide beschreiben etwas, was nur sehr schwer zu beschreiben ist, und zwar ein Gefühl oder besser gesagt ein psychisches Leiden. Mit dem Code F32 aus dem ICD-10, das wissen manche von Ihnen vielleicht aus eigener Erfahrung, sind im Allgemeinen depressive Episoden beschrieben. Und depressive Episoden können mit spezifischen Gefühlen einhergehen, beispielsweise mit dem Gefühl der Abgeschiedenheit oder der Isolation oder auch der Gefühllosigkeit. Gefühle, wie als wäre man unter einer Glasglocke gefangen, also einer, wie Sie sie hier auf der rechten Seite sehen und wie Sie sie vielleicht auch schon draußen gesehen haben. Warum zeige ich Ihnen das? Weil ich Ihre Aufmerksamkeit gerne auf etwas lenken möchte, was für künstlerische Ausdrucksformen, sei es jetzt Kunstwerke, Designobjekte
oder anderes zentral ist, und zwar ästhetische Objekte geben abstrakten Konzepten eine Form. Sie sind, und das hat Batson Brock mal ganz schön ausgedrückt, Vergegenständlichungen abstrakter Aussagen. Ja, Gedanken, Gefühle und Konzepte zu vergegenständlichen heißt eben auch, sie im wahrsten Sinne des Wortes fassbar und erfahrbar zu machen. Und wir als Kommunikationsdesigner, mein Team und ich, sind uns darüber in unserer täglichen Arbeit sehr im Klaren und wir nutzen diese Vergegenständlichung auch sehr bewusst. Deshalb haben wir sie auch ganz bewusst für etwas genutzt, was vielleicht für uns persönlich auch ganz am Anfang schwierig zu verstehen und zu vermitteln war, für die Vermittlung psychischer Erkrankungen und Störungen, speziell der Depressionen und der Angststörungen. Betroffenen von Depressionen und Angststörungen, das wissen wir im Team aus eigener Erfahrung, fällt es oftmals sehr schwer zu vermitteln, was es bedeutet, betroffen zu sein, gerade Menschen, die eben nicht betroffen sind. Zum einen, weil Gefühle, die mit diesen Störungen einhergehen, so ein bisschen mehr sind als einfache Traurigkeit und einfache Angst, aber zum anderen auch, weil eben diese Erkrankungen nach wie vor leider Gottes stigmatisiert und tabuisiert sind. Ja, um diesem Problem zu begegnen, haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer neuen Sprache der Gefühle sozusagen. Das hört sich lyrisch an, aber das sieht gar nicht so lyrisch aus. Wir haben uns da den Mitteln bedient, die uns zur Verfügung standen, und zwar den Mitteln der Gestaltung. Und entstanden ist die Shitshow, a show about shitty feelings. Und mit ihr die sogenannten Mood Suits, die haben Sie vielleicht draußen schon gesehen. Das sind diese Objekte. Und die kann man sich anprobieren, aufziehen und quasi Symptome von Depressionen und Angststörungen mal auf körperlicher Ebene nachempfinden. Die haben wir auf Basis von Befragungen Betroffener konzipiert. Das heißt, wir haben Betroffene von Depressionen und Angststörungen gefragt, wie fühlt es sich körperlich für euch an, wenn es euch psychisch nicht gut geht? Und entstanden ist beispielsweise eben diese Glocke, die Sie draußen gesehen haben, The Veil. Jeder, der Sylvia Plaths Roman Die Glasglocke schon mal gelesen hat, der weiß, um welche Symptomatik es sich handelt. The Bender ist eine Art Rucksack, der den Träger daran hindert, aufrecht durchs Leben zu gehen. Dann haben wir den Choker gemacht, orientiert an der Angststörung, der dieses Globusgefühl im Hals simuliert, und zum anderen aber auch The Cape, einen mit 4 Kilogramm Sand gefüllten Umhang, der den Eindruck von der depressiven Schwere vermittelt, mit denen Betroffene zu kämpfen haben. Die Shitshow ist eine interaktive Ausstellung, die den Austausch zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen fördern möchte, und das ist von zunehmender Bedeutung. Warum? Zum einen, weil Depressionen und Angststörungen, und das wissen die meisten wahrscheinlich, zu den weltweit am meisten vertretensten psychischen Störungen gehören, Tendenz steigend. Zum anderen, weil Depressionen aufgrund der hohen Suizidalität zu den tödlichsten Erkrankungen in Deutschland zählen. Und aber auch, weil Depressionen und Angststörungen jährlich einen volkswirtschaftlichen Schaden von rund 16 Milliarden Euro verursachen. Für die Lösung dieses Problems rücken auch immer mehr gesellschaftsbezogene und soziale Lösungen oder das soziale Umfeld in den Fokus der Gesundheitspolitik. Denn aktuelle Studien belegen, dass Angehörige extrem zentral darin sind, wenn es darum geht, Rückfälle vorzubeugen oder psychische Erkrankungen früher zu erkennen. Das hat ein renommierter Psychiater mal ganz gut auf den Punkt gebracht, Josef Bäumel. Der hat gesagt, Angehörige wirken präventiv, und dieses Bewusstsein setzt sich mehr und mehr durch. Da die meisten Maßnahmen der Gesundheitsförderung aber das Individuum fokussieren und weniger das soziale Umfeld, suchen wir diese Lücke mit der Ausstellung ein bisschen zu schließen. Und das gelingt uns vielleicht in Ansätzen bereits gerade in den Berliner Universitäten, denn die psychotherapeutischen Beratungsstellen des Studierendenwerks nutzen die Shitshow bereits, um Studierende für die Erkrankungsbilder zu sensibilisieren. Eine Tagesklinik arbeitet mit den Objekten in der Angehörigen-Sensibilisierung, und wir haben auch vor, damit in Schulen, in Universitäten, aber auch in Ausbildungskontexten auf die Krankheitsbilder aufmerksam zu machen und ein besseres Gefühl dafür zu generieren. So, was uns bei unserer bisherigen Reise so aufgefallen ist mit der Shitshow, ist, dass mit einer sehr positiven Resonanz auf unsere Arbeit reagiert wird, und das trotz allem, also trotzdem wir ja als Kommunikationsdesigner sehr fern sind diesem Bereich der Gesundheitsförderung, der Psychiatrie, aber auch der Public Health. Aber wir haben so ein bisschen das Gefühl dafür gewonnen, dass es unsere Verwurzelung im Design ist, oder gerade unsere Verwurzelung im Design, die es uns eben erlaubt, psychische Störungen nicht allein als individuelle Probleme zu betrachten, sondern vor allen Dingen auch als Vermittlungsprobleme.
Und als Vermittlungsprobleme, die eben auch unsere Beziehung und unsere Lebenswelt betreffen und die sich im Sinne des Social Designs daher auch gestalten lassen. Und ja, wir würden uns natürlich wünschen, wenn es in der Kreativwirtschaft noch mehr Mut gibt, sich solchen fachfremden Bereichen anzunehmen und andersrum solche Branchen auch die Offenheit für den gestalterischen Blick behalten und bewahren und entwickeln und was er eben wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich verändern kann. Bis dahin verbleiben wir mit unserem Motto, a shit's shared is a shit's spared, und wir hoffen, dass Sie vielleicht nachher mal Lust haben, sich einen kleinen Mutsuit aufzusetzen. Vielen Dank. Herzlichen Dank dafür, vielen Dank. Wir machen weiter mit Felix Haas, auch er ist aus Deutschland. Er studiert gerade seinen Master in Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste hier in Berlin, ist journalistisch unterwegs und arbeitet seit 2015 auch im Kompetenzzentrum. Felix. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Felix Haas. Ich bin gerade, wie schon gesagt wurde, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation Masterstudent hier an der UdK in Berlin. Eins meiner aktuellen Themen, mit denen ich mich beschäftige, ist Luxus. Wie die Mechanismen im Luxusgeschäft funktionieren und was man auch für andere Branchen daraus mitnehmen kann, darüber werde ich heute was erzählen. Ich fange mal an mit einer kleinen Anekdote. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber das französische Traditionshaus Hermès hat eine Regel, dass wenn man eine Tasche von ihnen kaufen will, eine Birkin oder eine Kelly Bag, dass man in der Regel um die 2 Jahre auf diese Tasche warten muss. Man muss analog ins Geschäft gehen, kommt auf eine Liste, muss sich sozusagen für eine Tasche bewerben, muss dann eben entsprechend warten und außerdem behält sich das Label Hermès vor, einem die Tasche zu verwehren, wenn sie einen für einen ungeeigneten Kunden halten. Warum diese Taktik die Kundinnen und Kunden nicht verprellt, sondern Hermès sehr, sehr gute Gewinne einfährt, das werde ich gleich versuchen zu erklären. Genau, Luxus ist eine Praktik, die gesellschaftliche Konventionen des Maßvollen und Sinnvollen ablehnt oder umzukehren versucht. Und wie man so schön sagt, es versucht, sich von der Zwecksrationalität zu befreien. Luxus möchte auf keinen Fall durchschnittlich sein, sondern strebt immer den Superlativ an. Und Luxus widersetzt sich auch der Logik, wenn es Not tut. Das heißt konkret, dass Luxusprodukte nicht vorrangig praktisch sind, sondern dem Kunden oder der Kundin eine besondere Aura verleihen. Ein Porsche beispielsweise ist ja nicht vorrangig praktisch, sondern es geht um den Glanz, den er der Kundin oder dem Kunden verleiht. Was jetzt erstmal relativ einfach klingt, ist tatsächlich eine ausgeklügelte Marketingtaktik und sämtliche Luxuslabels auf der ganzen Welt versuchen, diese zu perfektionieren. Denn nur so können natürlich überflüssige, technisch gesehen überflüssige, Güter zu erhöhten Preisen verkauft werden. Warum aber ist Luxus paradox? Markenbotschaften von Luxuslabels stehen oft im Konflikt mit kontemporären Entwicklungen und daraus entstehen besondere Herausforderungen. Corporate Identity und Paradigmenwechsel müssen nämlich kooperieren, um den Erfolg einer Marke zu gewährleisten. Als Folge entstehen seltsame Wertepaare. Zum Beispiel Luxusunternehmen mit Tradition, wie zum Beispiel im kreativwirtschaftlichen Bereich der Mode oder des Designs, brillieren oftmals damit, dass schon seit Hunderten von Jahren ein bestimmtes Handwerk ausgeübt wird. Gleichzeitig muss natürlich die Marke es auch schaffen, im Zeitalter der Digitalisierung am Puls der Zeit ihre Produkte abzusetzen. Luxusobjekte sind nicht vorrangig praktisch. Sie haben immer den Beigeschmack von Überfluss oder Verschwendung. Dementsprechend kommen sie aber heutzutage dennoch nicht drum rum, auch der Nachhaltigkeit ein bisschen nachzugehen. Als Symptom dessen ist zum Beispiel ein Trend entstanden, dass in den letzten Jahren sämtliche große Modehäuser aus Frankreich oder Italien komplett auf Echtpelz verzichten und nur noch sehr hochqualitative und immer noch sehr, sehr teure Kunstpelze anbieten. Individualität ist sicherlich eins der Kernthemen des Luxussegments, denn wer Luxusobjekte kauft, möchte sich von der Masse abheben und etwas Besonderes sein. Gleichzeitig möchten natürlich Luxuslabels einen großen Absatz ihrer Produkte erzielen. Genau das ist aber die Gratwanderung, denn je mehr Produkte verkauft werden, desto schneller rutscht man dahin ab, dass die Produkte nichts Besonderes mehr sind. Und das ist eine der großen Challenges im Luxusbereich. Man kann aber noch einen Schritt weitergehen, denn es gibt für den Luxusmarkt eine ganz konkrete Marketingstrategie. Um im Luxusgeschäft erfolgreich zu sein. Der Wirtschaftswissenschaftler Jean-Noël Kapferer hat ein Buch geschrieben, The Luxury Strategy, wo er 24 Regeln aufstellt, damit man im Luxusgeschäft
Geschäft erfolgreich hat. Denn er sagt, traditionelle Marketingstrategien schaden dem Luxusgeschäft. Einige der Regeln habe ich hier mitgebracht, zum Beispiel Regel Nummer 3. Erfülle nie die Wünsche deiner Kundinnen und Kunden. Denn im Luxusgeschäft ist es wichtig, dass man sich nicht daran orientiert, was die Kundinnen und Kunden wollen, sondern dass die Marke vorgibt und dominant ist, was gewollt wird und dementsprechend die Wünsche der Kunden formt. Denn die Marke weiß Bescheid, was aktuell in ist und was auch in sein wird in der Zukunft. Regel Nummer 7, erschwere den Kundinnen den Kauf. Was natürlich auf den ersten Blick sehr seltsam erscheint, ist im Luxusgeschäft ebenfalls sehr wichtig, denn man sagt, je schwieriger der Zugang zu einem Luxusprodukt, desto größer wird der Wunsch danach. Im Luxusbusiness ist es sehr wichtig, dass man sich Zeit nimmt für die Experience, dass man analog in den Laden geht beispielsweise, sich mit dem Produkt auseinandersetzt und es fühlt, riecht, schmeckt, hört, wie auch immer und möglicherweise eben auf die 2-Jahres-Liste von Hermès gesetzt wird. Das heißt, der Kauf darf niemals hürdenlos sein und erfordert immer einen Mehraufwand. Denn so wird die Allure von Rarität, dass man etwas ganz, ganz Besonderes kauft, kommuniziert. Regel Nummer 13, erhöhe den Preis, um die Nachfrage zu steigern. Was natürlich angesichts geltender Marktgesetze ein bisschen absurd klingt, ist ebenfalls im Luxus sehr wichtig. Denn Preis ist im Luxussegment nur eine Zahl. Sie soll eigentlich nicht dazu führen, dass ein Produkt gekauft oder nicht gekauft wird. Sie ist nur ein irrelevanter Beifaktor. Das Steigen des Preises über Zeit soll bei Luxusmarken dementsprechend kommunizieren, dass die Qualität des Produktes gewahrt wird und dass durch die erzielten Gewinne auch reinvestiert wird, um die Qualität noch weiter zu erhöhen. Das heißt, Paradigmenwechsel wie die Digitalisierung oder die Individualisierung in der Gesellschaft zwingen auch das Luxussegment, sich ein bisschen neu zu orientieren, auch wenn sie eigentlich sehr rebellisch sein müssen. Was ist also der Luxus der Zukunft? Luxus bleibt meiner Meinung nach immer noch ziemlich analog. Nicht alles muss im Luxussegment digitalisiert werden. Wenngleich natürlich Social Media auch von Luxuslabels benutzt wird, aber indirekt, dass Kundinnen und Kunden natürlich ihre Statussymbole über Instagram oder Facebook teilen möchten und somit natürlich die Marke sehr viel Recognition erhält. Individualität, eines der Kernthemen des Luxussegments, impliziert natürlich, dass die Luxusprodukte nur in bestimmter Stückzahl verfügbar sind. Gleichzeitig ist es meiner Meinung nach in den letzten Jahren stark dazu gekommen, dass der Massenkonsum von beispielsweise Louis Vuitton-Taschen stattgefunden hat und die Marke jetzt eigentlich nicht mehr was allzu Besonderes ist. Allerdings muss ich sagen, dass in diesem Punkto, glaube ich, ein Shift stattgefunden hat von der Einzelindividualisierung zu einer Gruppenzugehörigkeit, dass es nicht mehr darum geht, als einzelne Person aus der Masse hervorzustechen, sondern sich vielmehr mit einer Gruppe von Louis Vuitton-Taschenbesitzerinnen und Besitzern zu assimilieren. Nachhaltigkeit, was ja eigentlich auch in Disposition zum Luxus stehen sollte, hat mittlerweile auch Einzug gehalten im Luxusbereich, wie wir bei dem Kunstpelz-Beispiel gesehen haben. Und mittlerweile kauft man statt einem Porsche vielleicht auch eher einen Tesla, der komplett elektrisch fährt. Der Luxussektor ist also beeinflusst von kontemporären Einflüssen, macht aber eigentlich immer noch sein eigenes Ding und versucht rebellisch zu sein. Dementsprechend kann der Luxussektor auch Inspiration für andere Wirtschaftsbranchen bieten und vielleicht dazu führen, dass diese auch selbstbestimmter und womöglich noch erfolgreicher agieren. Das war's. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir werden international. Unser nächster Beitrag kommt von Andres Herrera. Er ist aus Argentinien, hat Erfahrung als Journalist und Kommunikationsexperte und studiert momentan an der Universität von Barcelona. Andres Herrera. Well, thank you. Well, I will try to address in the next 7 minutes what's happening in 2 Latin American cities that design public policies at the local level to revamp its productive matrix, resorting to creative industries. In both cases, they look at or try to imitate the experience of Barcelona in Spain as a creative city. I will briefly analyze the public policy of creative clusters executed in the city of Buenos Aires in Argentina, and the case of Santiago, the capital of Chile, where the government developed a startup accelerator program to transform the city into the innovation hub of South America, or at least that's what they tried. The results were very different in each case, as we will probably see. Well, Buenos Aires has been considered to lead Latin America throughout the last century in cultural industries. More traditional cultural subsectors like publishing, music, theater, probably cinema or design have been successful in doing so.
and had a great influence over the region. However, with the advent of digital and in the recent years after successive economic crises, this began to decline. In this context, since 2008, the local government of Buenos Aires decided to implement a policy of creative clusters. According to the authorities of Buenos Aires, this was explicitly inspired by the creative city model proposed by Richard Florida, of course, and the experience of Ireland, on the one hand, their innovation hub Silicon Docks, and especially Barcelona's Innovation District 22@. Nowadays, there are four creative districts in Buenos Aires, which are the Technological District, the Audiovisual District, the Design and Arts District, and also the Arts District. And there is a fifth one, which is a Sport District, that we are not taking into consideration here. The local state acts as a facilitator and provides economics and tax benefits to companies, creators, and real estate developers who settle in these areas. The most established one probably is the Technological District, which was also the first one. It benefits companies and entrepreneurs who work in software and hardware production, video games, digital design, IT services, robotics, etc. After a decade since its creation, less than 300 companies of all sizes are established in this district, or they are planning to do it. According to the authorities, the main challenge right now is increasing interaction between those companies and also universities and creators and entrepreneurs. That is to say that the district, after 10 years, is still in a previous stage of development of an ecosystem. There is also the case of the art district, which I think is very singular, because the neighborhood was already an artistic pole of the city, and it's been like that for over a century. There we can see that there is a strong sense of community, and they have their own organizations. And those communities of creators rejected the implementation of the district because they consider that the effects of this policy would have negative consequences for them. Real estate speculation, they claim, could displace non-profitable businesses and creators and put in risk the existing social fabric and artistic identity of this neighborhood. And also because individual artists and entrepreneurs and also non-profitable organizations and neighbors can just take very little or no tax benefits from this measure. So, after 10 years, I think there is still no evidence of the formation of creative ecosystems and a spillover to local communities. This is, I think it's connected to what Dr. Joanna Borankovic said before in her presentation. In the second case, which is the city of Santiago, the capital of Chile, it's completely different because cultural industry has been historically very small and not influential in the region. It's also a very small market, and Chile has a population of 17 million inhabitants, and for in the context of South America, it's really small. And there was a lack of innovation and skilled professionals, like programmers, like computer science specialists, and also other digital profiles. And that was still a problem to boost competitiveness at the global scale. In 2010, the government created a program that was called Startup Chile to boost this creative sector based on digital and innovation ventures. This program, Startup Chile, offers participants equity-free cash infusion, shared working offices, local and international networking, and also the possibility of being selected into an educational sub-program, which is an entrepreneurship school. It took the form of an ecosystem accelerator, and its main objective was the transformation of the domestic ecosystem based on the attraction of early stage digital entrepreneurs from across the globe. At the beginning, in fact, only foreign applicants were accepted and not the Chilean ones. They expected that it would help stimulate creative activity in the city, importing connections with the main international innovation centers, and also importing knowledge and foreign and local venture capitals. Recent independent research that was carried out by researchers from the Catholic University of Chile, but also from the London School of Economics, provided very suggestive evidence of ecosystem spillover of the program in recent years. And also there are other, let's say, more informal evidence that shows that Santiago is
at least on the way of transforming into a regional creative hub, I mean regional in South America. So, just to conclude, because I'm running out of time, what these Latin American experiences leave us? I think that in both cases, one of the main models to design public policies for the creative sector, including digital, was taken from Barcelona. In the case of Buenos Aires, as I said, it was the Innovation District 22 Act. The experience of Barcelona was reproduced in Buenos Aires on a top-down approach without taking into account citizens and especially creators and artists. And taking into consideration that, we can say that there is still no evidence of any positive result. The case of Chile was completely different. It was also inspired by Barcelona and especially the government agency Barcelona Activa, which have been working for 3 decades in Barcelona. And the results in Chile are showing that the innovation and creative sector can be supported by the public sector with well-implemented initiatives when they are conceived for a particular territory and taking into account local conditions. The remaining question for further discussion probably is by both public and also the private sector, and especially the creators and entrepreneurs in Latin America, and I think that also in Europe, is how to apply those international best practices to local context. Thank you. Thank you very much. Der nächste Teilnehmer ist Abbas Saad. Er kommt aus dem Libanon und studiert momentan den Masterstudiengang Stadtplanung an der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie in Oslo. Abbas Saad. Yeah. Hello everyone. It's my pleasure to be here and thank you, Frederic, for inviting me. He didn't ask me to thank him, but I want to thank him. the following is just a quick presentation about an article, I would call it, not a research paper, because it feels too much pressure when it's a research paper, as part of my studies in Norway. And it's basically about how artwork in Beirut is playing a role in responding to what I would call a socio-cultural vacuum that the reconstruction process of the city after the civil war created. So that slide we'll skip. So as you may all know, so Lebanon had a civil war that stretched from 1975 to 1990. And after the civil war, most of the battles in the war took place in the capital city of Beirut, where the different militias fought. And that led to the destruction of many neighborhoods and places that were once lively. So after the civil war, there was a political vision to rebuild the city. And mostly it was about bringing back the city back to its normal lore as quick as possible. And followed that large-scale development projects took over the city, and so places that were lively before the war and took time historically to be built were to be reconstructed very quickly. And there is a huge problem with that. And the biggest manifestation of these large-scale development projects or that master-planned certain neighborhoods was like that it didn't take into consideration what architecture or the establishment of the physical environment means for the people. And that's very clear in the picture here, which is in the two pictures. So one is Martyrs Square before the war, and the one is like Martyrs Square nowadays. So there is something wrong with the reconstruction policy that that was set for the city. But what's the problem, and how does this lead to artwork and everything? So an article which I really like, it's written by Ole Maestad, a Norwegian architect and professor. He worked in post-war urban geography in Beirut in the 1990s in collaboration with the American University of Beirut, where I graduated. And he argues that the fast and global reconstruction process of Beirut didn't create a kind of architecture that was
imposed on the people in the sense that it didn't take into account what that architecture is something that's not only about designing a place, it's about reflecting the social and cultural values of people. And it's a slow, so designing a city or building places for the city is a slow process that happens after like different decisions taken by different individuals. And that in that process, the place is built slowly against the as opposed to the fast reconstruction process. So because many areas in Beirut were built quickly after the war, people lost this ability to make this connection with the place. And because the place was constructed fast, people within their mental capacity weren't able to make any connection with the place. And even the places were reconstructed without a meaning, as you can see in the picture. So Ola's summary is that there is this kind of socio-cultural vacuum in the city that was a result of a bad planned reconstruction policy. So how does this lead to the role of artwork, and how does artwork come to stage here? So while Ola argued that there is a certain cultural crisis, he still says that the vacuum presents an opportunity for the society to respond with some meaning. And this is what I'm interested in my article, which is to, if we accept Ola's notion that the fast and global reconstruction process of Beirut created socio-cultural vacuum, how is the local industry today, particularly the art industry, responding to the vacuum? So, and here I want to investigate recent artwork that took media attention in Beirut and try to analyze it according to this framework. So by putting the fast versus the slow and the global, or rather the empty versus the local, and try to understand what kind of impact this artwork is making on the public space or on people's perception of Beirut as a city that they attach themselves with. And I'm still writing, but for example, one of the works I'm trying to write about is this painting by Yazan Halawani. He's a famous artist in Beirut and he's a friend of mine. and it's a large painting that took a lot of media attention in 2015. It's a painting of the famous or iconic, I would say, Lebanese singer Sabah. And if we try to look at this painting and try to respond to these two questions, then we can make certain conclusions. So is it local in the sense, does it provide people with something that they feel something about? I would say yes. Is it slow in the sense, does it present something that people know and historically keep with themselves? I would also say yes, like everyone knows Salah, Sabah, the young and the old. I think it's a great piece of art that responds perfectly to the crisis that Ola describes. And I want to do more of that about different artworks, but I'm still writing. But what's the aim of all of that? It is basically, if I'm ever gonna work on an urban policy that want to reclaim the identity of Beirut against the mistakes that happened in the reconstruction process of the city, so there is an opportunity here to understand how we can make an impact in a smarter way. And by smarter here, I mean more local and slower, if you got what I mean by slow art. Yeah, that's my presentation. I hope it was interesting. Thank you. Thank you very much. Vielen Dank. Schon vermische ich Englisch und Deutsch. Last but not least haben wir damit Simon. Wir bleiben zwar außerhalb Deutschlands, kehren aber in den deutschsprachigen Raum zurück. Er ist Künstler, Designer und Entwickler, Gründer eines Thinktanks und mehrerer Unternehmen und Mitglied des Digitalrats der Zürcher Hochschule der Künste. David Simon. Danke sehr. So, machen wir es wieder für große Leute. Genau, also ich werde im Folgenden versuchen, weniger ein direktes Projekt vorzustellen, aber vielmehr einen Appell zu formulieren oder vielleicht einen Vorschlag machen,
indem wir eben versuchen, Institutionen als Netzwerke zu begreifen oder dezentrale Netzwerke zu begreifen. Und ich würde eine verstärkte Betonung des Netzwerksmodells in der Betrachtung der Kultur- und Kreativwirtschaft vorschlagen wollen. Und wenn wir uns die Darstellungen von Christoph Weckerle und Simon Grand von heute Morgen in Erinnerung rufen, diese fünf Darstellungen, die der Zeitstrahl und die Blasen und so weiter, dann möchte ich die folgende Darstellung ergänzend einführen. Die eben den Charakter der Kreativ- und Kulturwirtschaft, glaube ich, ziemlich gut beschreibt, aber mitnichten Neues. Also das will ich auf keinen Fall behaupten. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass der Kern und die Ausprägung der Kreativ- und Kulturwissenschaft nicht nur als ungreifbaren, metastabilen Schwarm wir irgendwie betrachten müssen, sondern eben vielmehr einfach konkret als Netzwerk, das halt die ganze Zeit in Bewegung ist. Und ich glaube, es kann hilfreich sein, wenn wir das Netzwerk beschreiben, um die kontinuierliche Umformung, die wir auch schon gehört haben, damit anzuerkennen. Und während wir fundamental aber immer noch von einzelnen Akteuren sprechen, die miteinander verbunden sind und interagieren. Und somit wird dann nochmals klar, dass wir eben nicht von einzelnen Künstlergenies sprechen können, die in die Welt schreiten und die sie nach ihren eigenen Vorstellungen verändern, sondern anstattdessen sollten wir viel eher von Erfolgskonstellationen oder eben lokalen Netzwerkkonfigurationen sprechen, die erfolgsversprechend sind oder eben erfolgreich sind, nachweisbar. Und so erfolgreiche und Innovationen und Projekte schaffen. Und wenn wir also aus institutioneller Sicht uns in die Kreativ- und Kulturwissenschaft einbinden wollen, dann gilt es, sich verstärkt in dieses Netzwerk einzubinden, sich selbst da hineinzubegeben. Und das heißt eben, mehr Oberfläche zu schaffen gegenüber diesem Phänomen. Und sich eben auch da zu exponieren, wo dann eben an dieser Oberfläche mehr Innovation und Kreativität passieren kann. Das so nach meinem Verständnis, wie wir jetzt den Netzwerkbegriff einführen können. Und wenn wir die Digitalisierung als transformativen Prozess zu einem Hauptverantwortlichen machen können, dem in diesem Prozess, diesem Aufschwung der Kultur- und Kreativwissenschaften mitverantwortlich ist, dann bringt sie eben auch die Demokratisierung der Bewertung und Kulturproduktion mit sich mit. Und diesen aber vor allem, und das ist jetzt eigentlich, auf was ich hinaus will, ist eine neue Modi der Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist uns allen klar hier. Ich glaube aber, dass hier eben für institutionelle Akteure Handlungspotenzial festzumachen ist. Und es geht dann nicht darum, eben die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft zu fassen und durch rigide Strukturen zu fördern, sondern vielmehr denke ich, und das wäre auch ein bisschen mein Vorschlag, ist, wenn ich also vorhin von Oberfläche gesprochen habe, dann meine ich, dass eben gerade wegen der ephemeralen Natur dieser Wirtschaft wir vielleicht eher einzelne Akteure beherbergen müssen als Institutionen. Das heißt, man sollte sie infrastrukturell unterstützen, inhaltlich unterstützen und damit eben auch mehr Laborsituationen kreieren, wo eben dieses, was wir Kreativität oder Innovation nennen, passieren kann. In diesem Sinne würden wir als institutionelle Institutionen, die Ambitionen haben, eben auch ein Netzwerkknoten werden in diesem Netzwerk oder ein stark vernetzter Knoten, den wir natürlich schon sind, aber umso mehr auch in die Peripherie noch Verbindungen zu machen. Und so könnte man dann sagen, passiert die Wertschöpfung schon fast von alleine. Es gibt in der Softwareentwicklungswelt, besonders in der Open-Source-Entwicklung, gibt es immer wichtige Figuren in der Community, die voranschreiten und Projekte entwickeln und vorantreiben. Und das sind, auch wenn man in der Open-Source-Community oft von dezentralisierten, großen Communities reden, die diese Entwicklung vorantreiben, ist es doch oft reduzierbar auf einzelne Figuren, die eben voranschreiten, was vorantreiben. Und Google hat jetzt sich in diesem Kontext sehr gut positioniert, indem sie eben Google Developer Advocates
in ihrem Advocate-Programm ins Leben gerufen haben. Das sind Personen, die aus der Community zu Google hingehen und da eben einen Job eigentlich annehmen, aber nichts anderes weitermachen als das, was sie schon bisher gemacht haben, nämlich in der Community tätig sein und die vermittelnde Person zu sein oder eben, und das wäre jetzt so ein bisschen, wo wir da nochmal da sind, der Knotenpunkt werden zwischen den großen Organisationen und der Community, die eben da draußen ist. Und in diesem Sinne hat sich eben Google so auch was eingehalst, dass eben diese Developer Advocates dann auch die Interessen der Entwickler und Nutzer vertreten innerhalb der Organisation von Google und da eben auch eine Stimme kreieren. Und wenn wir das jetzt übertragen in die Kreativ- und Kulturwirtschaften, dann würde ich behaupten, dass eben ich mir hoffe oder wünsche und zumindest sicher vorstellen kann, dass es eine Art Artistic oder Creative Advocate Programm geben könnte für von und Institutionen und für eben genau diese Akteure der Kreativ- und Kulturwirtschaft, die relevant sein können und dieses Wertversprechen auch machen können. Es ist aber wichtig, und das ist, glaube ich, das eine der Sachen, die ich auch versuche, nun einzufordern im Digitalrat der ZRK, ist eben Freiheit. Und ich glaube, das wäre so eine Person, so eine Rolle, die wir kreieren würden, müsste man Freiheit einräumen. Und das wäre dann vor allem Freiheit, und das haben wir heute schon mal gehört, jeden und alles eben zu kritisieren. Und damit vielleicht auch in einer bewusst naiven Herangehensweise, also im Experiment Wert zu schaffen innerhalb einer Organisation. Und ich bin der Überzeugung, dass durch den Dialog und durch das Ernstnehmen dieser kreativen Naivität und des Experimentierens sogar in den traditionellsten und langsamsten, das ist ja schon fast ein Wert, den man vertritt, Institutionen oder eben Organisationen, ein Riesenpotenzial von Innovation entfesselt werden kann. Man muss sich dazu aber trauen, Haut zu zeigen oder eben Oberfläche zu zeigen und zu bieten und damit Anknüpfungspunkte zu schaffen, ganz im Netzwerkgedanken, für die Akteure der Kreativ- und Kulturwirtschaft. Danke. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich auf dieses Experiment eingelassen haben. 6x7 Minuten. Ich glaube, es hat uns einen guten Blick gegeben und auch gute, wunderbare Einblicke in die neuen Bereiche, die beforscht werden.